Hallo, seid gegrüßt zurück in Enshrouded. Ich sollte die Werkbank abbauen und einen anderen Platz suchen für die Werkbank. Ja, ich würde den mal hier hinstellen. So. Und jetzt kommt's. Beim Schneiden habe ich es entdeckt. Achtung. Stauraum. Auch Kiste genannt. Ja, so ist jetzt zweimal Garn. Wo habe ich's Garn? Ja, ich hab's gefunden. Hier haben wir's Garn. Dann wieder in die Werkbank. Wieder Stauraum machen. So, drei Stück habe ich. Kriege ich die zweite oben drauf? Jo, geht doch, oder? Wie schaut das aus? Halt, nee. Platzieren. Ist das korrekt? Ja, wo ist die dritte? Ja. Inventar. Okay, dann würde ich dich hier hin machen oder hier hin, weil ich mir jetzt noch ein Feuer machen werde. Lagerfeuer. Hier ist es. Gleich mal herstellen. Hiermit können wir nämlich schön gemütlich dann uns machen. Oh, das war ein Fehler. Okay, ich mache es jetzt trotzdem hier hin. Unser Fleischbraten. Oh. Hoho. Jetzt habe ich mir gerade die Klöten verbrannt. Kann ich hinsitzen? Jo. Platziere Nahrung in deiner Aktionsleiste. Wähle sie aus und drücke linke Maustaste, um sie zu kochen. Sicher, mache ich das. Halt. So geht das. Boah, echt, wenn ich das sehe, kriege ich echt Hunger. Und jetzt habe ich die zum Kochen halten. Nein, das sind noch nicht. Jawohl. Kommt, die drei Stück, die braten wir uns. Oh, das war zu schnell. Ja. Okay. Sehr gut. Dann steh mal auf und ess eine Runde. Und ich sollte eine Bandage nehmen. Jo. Hervorragend. Ich heile hoch. Aber ich habe nicht alles jetzt gegrillt, oder? Kann ich das noch grillen? Nein! Das habe ich jetzt. Okay, ich habe soeben mir eine Lebensmittelvergiftung reingepfiffen. Die läuft noch 30 Sekunden. Aha. Sollte ich, was nehme ich da? Puh, das sieht aber übel aus. Junge, Junge, Junge. Gibt es da eine Möglichkeit? Bandagen. 4% Heilung pro Sekunde stellt im Verlauf von 10 Sekunden 40% der Lebenspunkte wieder her. Endet beim Erleiden von Schaden. Aber das ist ja jetzt eine Vergiftung. Okay, ich werde es überleben, hoffe ich. Ja, es ist vorbei. Schutz, sitzen, schlafen. Okay, dann lasst uns mal noch ein bisschen Steine holen. Halt, nein, tu das nicht. Mann, ich sag dir doch immer, du sollst das nicht tun. Nicht. Er ist so übereifrig. Ich brauche jetzt unbedingt diesen Greifhaken. Den. Weil wir die Quest machen müssen. Wir müssen unseren Mitarbeiter holen. Auf der anderen Seite. Und ich möchte nicht unten rein ins Miasma, sondern oben über die Brücke. Da kann ich mich nämlich schön rüberschwingen. Und das will ich mal testen. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Steine und mehr Holz. Aber ich müsste auch mein Werkzeug ein bisschen anders legen. Ach, was ich festgestellt habe, wenn ich wie letztens, war die Axt kaputt und ich bin dann an die Werkbank, dann wird sie automatisch repariert. Das ist eine geile Sache, oder? Total cool. Also Metallschrott brauche ich. Wo kriegen wir das? Indem wir reingehen, da in die Ruinen. Aber ich möchte jetzt heute noch looten.
also Steine und Holz. Und morgen gehen wir rein. Benutzen. Jo, es wird Abend. Schön. Herrlich, oder? Ratzfatz ist die Nacht vorbei. Der Tag leider auch. Jawohl, so sieht's doch gut aus, oder? Fasern? Ja, ich muss den Pfeilbogen machen. Das ist sehr wichtig. So, läuft doch sehr gut, oder? Berli! Jo, Abendrot, schön Wetterboot. Oder wie heißt das? Oh, da heißt das jetzt was Gutes oder ist das was Schlechtes? Weil so. Oh, lass uns mal den noch nehmen und dann gehen wir an unseren Platz. Müsste ich jetzt aber auch mich bald zur Wehr setzen. Ich habe so das Gefühl, es kommt was auf uns zu. Da vorne läuft doch schon was. Okay. Der kommt doch direkt auf mich zu, oder? Das sind zwei wieder. Ja, die Nachbarschaft lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Ja, aus den Glühwürmchen hier. Schaut mal, Glühwürmchenlampe bei Werkbank. Rezept freigeschaltet. Das ist doch eine coole Nummer, oder? Überall, wo es leuchtet, sind die Glühwürmchen. Und dann kann ich mir schön Glühlampen machen. Schon ein bisschen fiese Nummer. Hallo? Ah, ihr seid zu zweit? Hallo? Was, da hat mich erwischt? Wie ging das? Achtung! Hey, beweg dich mal! Hallo? Stopp, stopp, stopp! Ich hatte gerade eine Sperre im Kreuz. Oh, nochmal ein Schwert oder was war das? Lass uns mal nach Hause. Halt den Stein nämlich noch mit. Hopp, 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 hopp. Keine Müdigkeit. Junge, Junge, geh mal in Sicherheit. Inventar, was habe ich denn da bekommen? Schönes. Jo, was ist das? Kreuzschwert? Kreuzschwert. Ey, ich krieg massenhaft Kreuzschwerter. Ist ja verrückt, oder? Schon drei. Eine gute Nummer. Das schmeißen wir hier oben rein. Oh. Wo ist er? Wo ist er? Ich dachte, das ist ein Wolf. Also, wir müssen schleunigst hier zumachen. Steinblöcke machen wir jetzt. So viel wie möglich. Und dann würde ich sagen, bauen wir unsere Hütte weiter. Das geht so nicht. Das ist irre, das Bausystem, oder? Das ist doch verrückt. Total geil. Ah, no. Was machst du? So. Dann müssen wir noch eins breiter gehen. Es bleibt nicht aus. Ah, das ist da. Toll. Richtig? Ja, nehmen wir. Das ist eine coole Nummer. Geh das ganz rein. Komm, geh rein. Das reicht mir noch, oder? So. Akkurat. Jetzt weiß ich, wie sie es früher gemacht haben, ne? Keine Schlagschnur, sondern einfach so einen Block reingeknallt. Oh, das war verkehrt. Das ist richtig. Oh, keine mehr. Okay. Dann würde ich sagen, beginnen wir mit den... Ich möchte erstmal gucken, wie es ausschaut. Was kann ich alles machen? Das ist alles Stein, oder? Was brauche ich da? Erde und Stein. Okay.
bin am Überlegen, ob ich überhaupt Stein nehmen sollte. Pass mal auf, ich muss eventuell, kann ich das halb-halb machen? So eine Sturzhöhe als Wand 2 Meter. Ja, so. Ja. Ah, nicht durch die Flamme. Und dann hier so. Und oben dann das Holz. So, und hier ist empty. Und dann halt hier noch ringsrum. Auf der anderen Seite noch eine Breite dran. Ja. Dann stimmt das. Okay. Dann. Hier, die Lichtquellen. Okay. Ja, wir könnten uns eine Kerze machen. Klar, Wachs haben wir. Das ist mal eine gute Idee, oder? Lasst uns mal das machen hier auf dem Tisch. Wo ist das Wachs? Hallo? Wo ist das Wachs? Habe ich kein Wachs? Ich hatte doch... Okay, in der... Hier vielleicht. Nein, guck mal in die Kiste. Ausgeruht. Das heißt, das ist mein Bonus. Dann steh mal auf, das möchte ich jetzt gerade kunden. Ja, das ist mein Bonus. Das... Habe ich keinen Wachs? Dann muss ich, doch hier. Wieso habe ich das vorhin nicht gesehen? Lagertruhe, Rucksack, Glühwürmchen. Okay, dann... Zurück zur Leuchtquelle. Die machen wir uns 2-mal. Das ist gut. Wo sind die? Ja. Auf 2. Zack. Schön. So. Und wie lange fackelt die? Dauerfackel. Okay. Das wäre mal Beleuchtung. Schaut eigentlich ganz hübsch aus, das Kärtchen, ne? Ja. Ist genehmigt, oder? Jetzt, wo war ich stehen geblieben? Steine? Steine, Steine. Achso, Bett. Erstmal gucken, was sagt das Bett? Türen, Fenster, Geschirr, Zäune, Betten. Hier, Stofffetzen, genau. Wie mache ich Stofffetzen? Tische, Stühle, Bänke, Lichtquellen, Türen, Fenster, Geschirr, Zäune, Geschirr. Wow, eine Holzdoppeltür. Coole Nummer. Aber das beantwortet meine Frage nicht. Lumpen, hier. Also, da ist mein zerrissenes Hemd. Ja, gut. Ja, dann muss ich rein. Dann lasst uns losziehen. In die Ruine. Wie viel Platz habe ich jetzt? Habe ich noch Platz im Rucksack? Lasst uns das überschüssige Material rausschmeißen. Da habe ich doch Stoff. Ah ja, was habe ich da vorhin gesehen? Ey, blind, oder? Wie ein Fuchs. Okay, den Stoff hätte ich. Dann lasst uns nochmal gucken. Ey, war ich blind, oder? Hier, ein Bett. Plus 1 Komfort. Kategorie Bett. Ein dekoratives Objekt, das in jedem Gebäude platziert werden kann. Bietet Komfort und erhöht die Dauer des Ausgeruht-Buffs. Okay, herstellen. Hiermit haben wir tatsächlich ein Bett. Und wo ist es? Jawohl. Ich glaube, das ist gar nicht so übel. Das mache ich jetzt an die Wand hier. Besorge mir das Kerzchen. Jawohl. Und mach's zum Bett. Ja. Das ist ein bisschen heimelig. Na? Also ein Strohball mit einem verwanzten Stoff, irgendwas. Okay, besser als Stein. So, dann würde ich mal essen.
das Holz rausschmeißen. Stopp, das möchte ich nicht. Die Fackeln werde ich jetzt auch mal rausmachen, oder? Zwei reichen und die auch. Oder, achso, halt, stopp. Ich mache mir noch einen Bogen. Ja, können wir einen Primitivbogen machen? Ich wollte einen Pfeilbogen. Türen, nein, das liegt hier. Dann ist es hier. So ein Überleben, Waffen. Hier, Bogen, hier. 5 Äste und 1 Gramm. Jetzt nehme ich ein bisschen mehr mit. Das kann ich vielleicht noch brauchen. Holzpfeil, Stufe 2. Die nehmen wir gerade mit. Die brauchen wir dann. Dann, achso, ich muss ja gar nicht an die Werkbank. Moment. Jo, ein primitivster Bogen, hergestellt aus einfachen Materialien. Leider ist die Sehne ziemlich locker. Herstellen. Doch mir Bums. Habe ich das gemacht jetzt? Ja. Wo ist er? Da habe ich ihn doch. Aber da will ich ihn nicht. Weil ich ihn hier oben brauche. Und zwar hier. Müsste ich eigentlich nicht mitnehmen, oder? Die Keule. Obwohl. Hey, Keule. Wie gut ist die? 11 Schaden. Maximal Haltbarkeit 250 und du 120, okay, 100. Ja. Ah, was ist das? Das ist noch geschlossen. Das kann ich erst freischalten. Alles klar, aber das irgendwie hat was zu bedeuten. In der Hand. Okay, wenn ich das in die Hand lege, was heißt das dann? Fähigkeiten. Wir haben 2 Punkte, die sollten wir vergeben. Dann lasst uns das mal machen. Geschick erhöht ein Geschick-Attribut um 1, erhöht den Fernkampfschaden um 5% pro Attributspunkt. Das hört sich. Oh, Baba. Assassin. Dann Athlet. Baba. Krieger. Beim Angriff mit einer Nahkampfwaffe wird jeglicher Schaden um 10% erhöht. Wups! Erhöht dein Stärkeattribut um 1, erhöht den Nahkampfschaden um 5% pro Attributspunkt. Wumps! Okay, das hatte ich mal. Baba und Überlebende. Erhöht die Ausdauer und da. Sprintgeschwindigkeit wird um 10% erhöht, Ausdauerverbrauch wird um 10% reduziert. Oh, ich muss das nehmen. Das muss ich nehmen. Oh, das ist eine fiese Nummer. Leute, da weiß ich nie, was ich nehme. So ein Holzfäller-Äxte verursachen 30% mehr Schaden gegen Holzobjekte, einschließlich Bäume. Der Schleichangriff fügt ahnungslosen Gegnern massiv 10-fachen Schaden. 10-fach. Erhöhe den Komfort deiner Basis um 10. Um die Dauer weiter zu verlängern, okay. Die Grunddauer für den Ausgeruht-Buff wird um 5 Minuten erhöht. Das nehme ich. Gut ausgeruht. Die Grunddauer für den Ausgeruht-Buff wird um 5 Minuten erhöht. Erhöhe den Komfort in deiner Basis. Habe ich freigeschalten, okay. Dann werde ich... Oh, Teer sammeln. Und den mache ich mal hier rein, oder? Holz nehme ich. Dann, wie mache ich ein Feuer? Das muss ich ja hier beim Handwerk machen können, oder? Bogen, Holzpfeil, 10 herstellen. Jetzt habe ich kein Holz mehr. Okay. Dann gehen wir auf und testen das mal. Lasst uns hochgehen.
Da leuchtet's und blinkt's. Also, jedes Mal, wenn ich mich auslogge, geschieht ein Wunder und die kleinen Männlein kommen zurück und füllen alles wieder auf. Das bedeutet, wir haben wirklich Glück hier mit dem Platz. Das ist doch echt ein guter Deal, oder? Gerade am Anfang ist das wirklich sehr praktisch, würde ich mal sagen. Mit dem ganzen Stoff, oder? Schön. Perfekt. Ich habe einen Dietrich bekommen. Ah nein, Rezept freigeschalten, Dietrich. Dann lasst uns mal reingehen. Vielleicht finden wir hier. Was mit dir? Ja. Hab ich ihn? Ja, Langohr. Hey. Ja, coole Nummer. Den muss ich mal angucken. Was ist denn das? Das ist ein Hase. Lass mich mal hinsitzen, den muss ich angucken. Jo. Und was für ein Teil. Ein Fleisch und zwei Fell. Alles nehmen. Sehr gut. Wo geht's weiter? Da schleicht noch einer durch die Gegend. Aber das soll uns mal nicht interessieren. Ich brauche die Büsche. Ich brauche alles. Ich brauche alles. Boah, trinken, genau. Hier kann ich Wasser schöpfen und trinken. Das ist sehr praktisch. Okay, wir laden mal voll auf. Wie trinke ich? Okay, dann trinke ich halt aus meinem Inventar. Auch gut. Sehr schön. Dann. Aber das kennen wir. Hier waren wir. Ist dann immer das Gleiche. Ist auch nicht schlecht, oder? Da liegt immer Fleisch, Fell, Pilz. Boah, das ist gut. Das ist gut. Aber wir gehen mal in neue Place. In neue Plätze suchen. Was mit dir, Asi? Aha, hallo. Seid gegrüßt. So, weiß ich da noch eine, hätte da noch eine Frage gehabt. Aber warte mal. Jo. Noch ein Schwert. Den ganzen Metallschrott. Okay, lesen. Sturz ins Verderben. Wir blieben hoffnungsvoll, wühlten uns durch die Trümmer und flüsterten Gebete zu den Erbauern. Immer mit einem wachsamen Auge gen Horizont. Selbst in diesem entlegensten Winkel der Welt droht das Miasma uns zu verschlingen und uns jede Hoffnung zu nehmen. Selbst als sich die Luft durch diesen verfluchten Nebel verdichtete, kämpften wir weiter. Als die Brände am Horizont wüteten und Asche wie Schnee auf die Holzspitze fiel, hielten wir durch. Möge diese Heimat, letzte Wacht der Glut, uns in ein leuchtendes Zeitalter geleiten, Junge, nicht begleiten. Aber ich möchte eigentlich nicht rein, ne? Jo, aber ich will dein Holz, weil ich das brauche. Sag's mir, ich brauche dein... Moment, du spinnst doch, oder? So, dann... Gib mir dein Holz, ich brauche... Das Miasma-Holz da. Oder? Ist das keins? Plündern? Nee. Ach, weil ich noch nicht unten bin, oder? Weil ich noch nicht ganz drin bin. Oder wie sieht das aus? Nee, ist nur normales Holz, oder? Oder wie heißt das Holz jetzt wieder? Das dunkle Holz.
Für den Haken. Lass uns mal rausgehen kurz. Ich muss mal gucken, wie das heißt. Jo, mach mal langsam. Da vorne sehe ich Metall liegen. Und zwar Handwerk. Fackelschildkeule. Ich kann ein Schild machen. Das mache ich mir jetzt sofort. Ah nein. Gut, den kann ich halt jetzt nicht machen. Das sehe ich nicht, weil wir es an der Werkbank müssen sehen. Achso, ja, dich will ich. Dat. So. Was? Feuersteinblock, grob. Das Feuerstein. Jo, oh, okay, ich nehme es mal mit, aber ich weiß jetzt nicht, für was das ich brauche. Aber ich kann alles brauchen. Achtung, pass auf deine Ausdauer auf. Ja, siehst du? Ich hab's ja gesagt. Junge, da kann man alles abbauen. Juhu, das ist mit. Ach, das vereint ja einige Spiele. Junge. Oh, Bärzte. Zeig mal her. Rucksack. Wo bist du? Was ist das? Feuerstein. Ein kleiner, weicher Stein, der bekannt ist für seine Fähigkeit, Funken zu schlagen. Seitdem wird er mit der Flamme in Verbindung gebracht. Ja, logisch. Metallschrott. Ich habe Metallschrott. Hallo? Metallüberreste, die den Untergang der Menschheit miterlebt haben, können sich als nützlich erweisen. Hier mein Schild. Wo mache ich das hin? Charakter. Zwei Block, 10 Parier, maximal Haltbarkeit 80. Mit diesem behelfsmäßigen Schild kannst du physische Angriffe blocken. Blocken verbraucht Ausdauer. Und wie mache ich es jetzt? Charakter. Nehmen. Okay. Und wie benutze ich es? Ja, ich hab's. Jo! Automatisch. Und wenn ich die Axt habe, auch. Ah ja, geil. Hopp. Perfekt. Also, nimm die Steine. Los. Oh, da ist ein Schaf. Ich hab dich. Ich hab dich. Oh ja, ich hab. Jo. Sau cool, oder? Plündern. Alles nehmen. Jupp. Ja, ich brauche den Haken, ne? Auch da gibt's Material. Durchsuchen. Ja, Metallschrott, nimm das. Mann, Achim. Du solltest besser mal hier reingehen und das durchsuchen. Siehst du? Da brauchst du auch einen Haken. Hervorragend. Nimm mit. Komm ich da hoch? Ja. Heißt das nicht, ich komme da hoch? Ja gut, ich komme auch hier hoch, aber... Ey, da ist eine Truhe. Okay. Dann natürlich plündern wir die. Komm, gib mir was Gutes. Hervorragend. Alles ist gut, oder? Und nebenan liegt noch mehr. Und hier, komme ich hier hoch? No. Das war's? Yep. Lasst uns den Blick genießen für ein Bild. Sieht doch gut aus, oder? Die Welt und wir sind vereint. Der Tag geht zur Neige. Ziemlich schnell hier. Ups. Ist das ein Laufrad? Das muss aber ein großer Hamster sein. Jo.
Also, ja, okay. Ja, ich werde gern hochkommen, aber ich kann nicht, weil ich keinen Greifhaken habe. Das holen wir jetzt danach. Da gibt's Honey, Honey. Dann gleich mal Fackeln, weil ich Ärger bekomme. Kommen die nicht? Hab ich Glück. Das wäre vermessen, oder? Wo ist das? Angeschossenes Wild immer verfolgen. Achtung, nicht runterfallen. Jawohl. Okay. Ich komme. Bald ist es soweit. Was war das? Das war mein Wegweiser, oder? Sollte ich da nach hinten gehen? Hier hin? Hallo? Bist du verrückt? Ich gehe da nicht drüber. Nö. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns das nächste Mal, wenn wir den Greifhaken machen. Macht's gut, bis dann, wenn es heißt, was macht denn der schon wieder? Tschüss!